gefangen hat, kann es trotzdem welche geben. Ja, das ist wahr. Aber vielleicht wollen sie ja nicht gefunden werden. Sie sollen ja recht wild sein. Yetis sehen nur wild aus. Vermutlich mögen sie die dauernde Kälte nicht. Würde mir auch nicht gefallen. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Da! Henry, was ist passiert? Landcroft, bitte bleiben Sie sitzen! Hier ist Bravo Tango 229. Radbordmotor verloren. Versuche, Querfuhrschübe zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab? Steuerbordmotor reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Stabilisator klemmt. Ruder bricht aus, verlieren an Höhe. Ja, wir stürzen ab! Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. Darauf. Ehrlich, Sip, das ist wie Treppensteigen, nur nicht so langweilig. Ganz toll. Und ich muss immer kotzen, wenn du nach unten siehst. Hey, alles ist zurück. Schnapp dir ein Headset. So früh zurück? Aus Florenz, oder? Ich hab mich doch für Alistair, das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Entzückend. Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr interessantes Gerücht erzählt. Was für Artefakte? Naja, unter anderem eine Steinestrade. Ein Felsen. Und sie sagt nicht warum. Dann wäre es doch nicht mehr spannend. Wenn du nicht aufhörst zu schwingen, muss ich kotzen, Lara. Dann sieh nicht auf den Bildschirm. Durchatmen, Sip, sonst wird es eine lange Reise. Du bist und bleibst eine Optimistin. Okay. Ich bin hier, sehe aber niemanden klettern. Ja, aber ich sehe niemanden, den ich erschießen kann. Ich hätte so gerne jemanden abgeknallt und jetzt ist hier niemand. Er schuldet mir was. Scheiße, ja, ich werde es Waffen selbst sagen. Gib ihm das Funkgerät. Ich leg dich mal auf die Lauer. Du hast die Klippen unter der Ladezone gesehen, da kommt kein Friedman mehr rüber. Frag Sancho. Weißt du, wer er ist oder für wen er arbeitet? Keinen blassen Schimmer. Er will nicht erkannt werden. Ist das gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. Ich schwör's dir. Und dann? Ist er dann rumgesprungen? Nein, er tanzte herum. Schreiend und brüllend und so. Echt? Dem hätte ich in den Arsch getreten. Ja, ist klar, Mann. Wer ist das? Wer sind diese Kerle? Die Frage ist, warum sie sich die Mühe machen, Ruinen zu bewachen.
Ist sie nicht wunderschön? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Das sagst du doch zu allen Ruinen. Tja, so bin ich nun mal. Und hier kommen die verdammten Touris und Verdermals. Deine Kamera erfasst keine so kleinen Details. Was siehst du? Bewaffnete Männer. Allem Anschein nach Söldner. Was suchen die hier? Vermutlich Ärger. Und ich atme noch.
etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Großer Gott, was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Was ist passiert, Mutter? Wer ist da? Oh Gott, nein! Mutter! Mutter! Lara Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Ich bin ganz Ohr. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein, was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Wie war das? Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. Okay, wer war das? Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an. Es ist fast identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes? Was für ein Schwert? Eher von einem weiteren Schwert. Sip, finde möglichst viel über diesen Rutland heraus. Ich will wissen, wo er sich im Moment aufhält. In Peru? Er hat Paraíso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst in Paraíso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alles da? Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Sip? Ruf Anaya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso. Die scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wer ist denn hier bis an die Zähne bewaffnet?
Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Hallo, Lara. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben, übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Ich komm nach! Ich sehe es! Und an den Namen. Unterwegs. Denn schon ein paar Jahre angesichts der Jahrtausende. Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Du Faulpilz! Jason sagt, wir brechen gleich durch. Augenblick, Amanda! Wir haben einige strukturelle Bedenken. Warum kommst du nicht runter?
Waffen dabei. Die Bretter über der Senkgrube sind kaputt. Du musst dich rüberschwingen. Trödel nicht rum. Und du, pass gefälligst auf. Was ist los? Amanda! Amanda! Kannst du mich hören? Amanda! Oh, Sarah. Oh Gott. Was ist passiert? Es hat Oscar getötet. Was hat... Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Das Tor geht nicht auf. Hol mich hier raus. Alles klar. Was... Über mir ist ein Loch. Du musst mich hier rausholen. Schnell. Wir müssen von hier verschwinden. Hey, ich glaube, ich sehe ein Licht. Bleib, wo du bist. Ich komme runter. Amanda? Amanda! Kent! Sie ist es! Warte! Kent! Stein öffnet die Tür. Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt. Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Oh, oh Gott! Amanda!
Um ganz ehrlich zu sein, halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sip an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Und wie kommst du da rein? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stell sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen musste. Ich behalte sie im Auge. Der gehörte Amanda. Schuhe fallen doch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicacasee. Dort gab er ihr seinen Stab, ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall.
vielleicht solltest du mal den RAD-Modus deines Fernglases testen. Du könntest recht haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracochas Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthurs. Wie hieß das Ding noch gleich? Rein als Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen, an der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy an. Ich stelle sie durch. Lara! Lara, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Sorry, ich war abgelenkt und hatte Anaya kurz verloren. Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Wie kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Ich kann nichts sehen. Du? Ob sie runtergefallen ist? Vielleicht haben wir ihr Glück. Heute ist nicht mein Glückstag. Da ist sie. Noch in der Leitung? Ja. Sie soll sich unter dem Jeep verstecken. Da kommt jemand. Ja.
Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toru Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Guten Abend. Ich glaube, Nishimura-san erwartet mich. Ah, Lady Croft. Er ist in seinem Büro am Ende der Halle hinter Ihnen. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Danke. Hallo, Lara. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Totemo tanoshinde imas Nishimura-san. Aber wenn Takamoto eintrifft, dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal, wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte... Genießen Sie die Party und viel Glück. Fassen Sie sich kurz, Miss Croft. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Also, ich bin kein Dieb. Und ich rate Ihnen, diese Anschuldigungen zu unterlassen. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Korose! Imasuyere! Takamoto ist sicher wieder in seinem Penthouse. Folgen Sie ihm nicht, Lara. Seine Männer werden Sie erwarten. Die Lobby ist eine Todesfalle. Ich weiß, dass dir sowas gefällt, aber du hast keine Chance. Dann gehe ich eben nach oben. Wie komme ich aufs Dach? Aufs Dach? Mit dem Fahrstuhl. Aber Vorsicht, oben ist eine Baustelle. Dazu sage ich lieber nichts, Lara. Darum müssen wir das Problem aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vom Dach. Nishimura hat mir den Code für den Aufzug gegeben. Ich bin unterwegs.
komischer Ort für ein Motorrad, aber das hat was. Also, es ist eine Schande, so ein Motorrad auf dem Dach zu verstecken. Okay, siehst du das Gebäude gegenüber? Es gehört Takamoto. Er müsste im obersten Stock sein. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Dafür schickt ihr Nishimura eine Rechnung. Bei einer Party geht immer etwas zu Bruch. Viele Fußgänger kommen hier wohl nicht vorbei. Komfortabel ist zwar was anderes, aber es geht schon. Was zum Teufel hast du vor, Lara? Hör dir das an. Von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden. Sei bloß vorsichtig. Zur Straße geht es verdammt weit runter. Mach das nie wieder. Mit diesem Motorrad wohl kaum. Sehen wir noch früh genug. Warte mal. Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du, es ist eine Falle? Allerdings, sieh dich vor. So schlimm, aber das mache ich nie wieder. Sie hätten nicht kommen sollen. Das ist mein Reich, keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen.
haben keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer! Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach, ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam, denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden Sie lieber sterben, als es mir zu geben? Nein, deshalb! Es war dumm, hierher zu kommen. Was ist jetzt hier los? Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Es war dumm, hierher zu kommen. Verstehen Sie nicht mehr? Der Artefakt gehört mir. Es war dumm, hierher zu kommen. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verhältnis. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann werden Sie nun sterben. Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Der Artefakt gehört mir. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verhältnis. Okay, das ist es. Hast du gesehen, wozu es fähig ist? Ja, das habe ich, Alistair. Draußen war nicht im Helikopter auf dich. Hervorragend. Richte ihm aus, dass er der Größte ist. Nishimura-san. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, ob er brav gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespielt. Willst du auch gerne? Klar, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Eine Spur von Rutland. Wissen wir denn schon, was er hier will? Nein, aber da wäre noch was. Als ich mir die Karte ansah, meinte Winston, deine Eltern wären dort gewesen. Dein Vater hat dort vor deiner Geburt gearbeitet. Das ist nicht ungewöhnlich. Sowas soll's geben. Wenn alle Stricke reißen, steige ich ins Postkartengeschäft ein. Diese kleinen Termiten stellen alles auf den Kopf. Aber das reicht nicht. Sie sind nicht von dieser Seite reingekommen. Irgendwelche Ideen? Mal sehen. Ich kann am besten denken, wenn ich klettere. Sind einfach unpraktisch. Das war schon immer so. Lara! Sie kommen ganz schön rum, was? Ah, sieh an, da ist Rutland. Wie wär's? Plaudern wir ein bisschen? Nur wenn Sie so weit schießen können. Sie wissen sicher, dass Fernbeziehungen keine Zukunft haben. Ich würde Ihnen ja viel Glück wünschen, aber... naja. Das müsste Alistair jetzt sehen. Er versucht noch herauszufinden, woher diese Schwertstücke stammen. Wir sind vorerst allein. Ah,
nicht Rutland. Er ist hier immer noch irgendwo. Keine sehr effektive Falle. Jetzt nicht mehr. Sie scheint blockiert zu sein. Was ist? Hörst du etwas? Ich spüre etwas. Oh Scheiße, nein! Ich habe Ghana vermisst. Du bist mal wieder knapp dem Tod entkommen, was? Da bist du ja, Alistair. Hast du was über das Schwertfragment rausgefunden? Gar nicht mal so wenig. Ich habe die Markierungen auf dem Artefakt extrapoliert, um das ganze Muster einigermaßen erkennen zu können. Und dann fand ich... Ups, wir haben ein Pro... Alistair? Sip? Seltsam. Das sollte nicht hier sein. Oh. Liebste Amelia. In Liebe. Richard. Es gehört der Mutter. Sid, kannst du mich hören? Wo steckst du denn? Lara, Sie suchen also auch den Galali-Schlüssel. Perfekt. Sie werden lachen, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber nicht doch. Er setzt das Schwert wieder zusammen. Er ist etwa faustgroß. Und Amanda hat rausgefunden, dass er hier ist. Was wissen Sie über Amanda? Wo ist sie? Ihr Vater hat doch hier gegraben, nicht wahr? Naja, Amanda dachte, er könnte den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Erzählen Sie mir von diesem Schwertfragment, mit dem Sie ständig rumfuchteln. Also, ich befasse mich schon länger damit. Und ich habe einiges gelernt. Ich zeig's Ihnen. Das würden Sie auch gern können, was? Passen Sie jetzt gut auf. Machen wir's auf Ihre Weise. Das würden Sie auch gern können, was? Das würden Sie auch gern können, was? Passen Sie jetzt gut auf. Machen wir es auf Ihre Weise. Das würden Sie auch gern können, was? Das würden Sie auch gern können, was? Passen Sie jetzt gut auf. Passen Sie jetzt gut auf. Machen wir es auf Ihre Weise. Ich bin nicht Ihr Feind, Rutland. Die Teile wurden nicht zerbrochen. Sie sollen sich teilen und wieder zusammenfügen. Macht es der Galali-Schlüssel? Ja. Verraten Sie mir vielleicht, wem es gehörte?
Den Kreuzrittern? König Artus? Geschichte interessiert mich nicht. Dann bleiben Sie doch hier und denken über die Zukunft nach. Aber eine Zukunft ohne mich. Laufen Sie mir lieber nicht nochmal über den Weg. Vielleicht hat Ihr Vater die Galali-Schlüssel nicht gefunden. Aber das weiß Amanda nicht. Sie ist gerade in ihrem Haus. Hoffentlich sind Sie gut versichert. Na endlich! Ich versuche schon ewig, euch zu erreichen. Was ist passiert? Diese Frau, sie kam einfach durch die Tür. Sie hatte eine Art... keine Ahnung, was zum Teufel das war. Wie schwarzer Rauch. Ich komme sofort zu euch. Nein, wir sind okay. Hört zu, ich muss sie erfolgen. Sie sucht ein weiteres Teil des Schwerts. Was? Wo? In Kasachstan. Ich bin auf ein Foto gestoßen, das sich mit deinen Fundstücken deckt. Okay. Erstell eine Inventarliste und such ein Ding namens Galali-Schlüssel. Einen Ausflug nach Kasachstan. Zieh dir was Warmes an. Ich mag die Kälte. Bin am Stützpunkt, Alistair. Schieß los. Ich hatte recht. Es war ein Geheimprojekt des Sowjets in den 50ern. Das Projekt Carbonic. Das Labor hat ein altes Schwertfragment untersucht. Aber irgendeine Katastrophe hat den KGB auf den Plan gerufen und er hat das Labor dann vollständig aus der Geschichte getilgt. Fast. Unten scheint's Ärger zu geben. Du kommst gerade rechtzeitig. Oder etwas zu spät. Rutlands Männer greifen die Kasachen an. Oder Amandas Männer. Vermutlich steckt sie dahinter. Das Labor ist irgendwie mit der Militärbasis verbunden, leider wissen wir nicht wie. Wenn du die Kommandozentrale findest, sind wir im Spiel. Okay, sobald die Schießerei vorbei ist, solltest du... Ach komm schon, Sip. Warten ist was für Weicheier. Und für Leute ohne Fallschirm. Okay, ich sehe mich mal um. Geh du voraus und spring, wenn du bereit bist. Yes, Lara! Wunderbar, Lara. Aber du bist genau in ein Wespennest gesprungen. Sind Sie Amerikanerin? Britin, wir haben wohl einen gemeinsamen Feind. Wo ist Ihre Kommandozentrale? Нет, отвечай. Что здесь нужно? Погоди, если нас позовут, тот исключит от работы тревог. Центр пришлет нам подмогу. Да ты что? Мы здесь, Афаньян, только снег изверну ему очень, и ты хочешь сам идти. Durch das Tor. Der Code ist K1879. Спасибо. Пожелайте мне удачи. Das Labor von oben nicht sehen. Wir brauchen Karten. Da ist es. Puh, ziemlich weit. Ich muss nicht laufen. Ein Versorgungszug fährt direkt am Labor vorbei. Amandas Männer haben einen Vorsprung. Ich muss mich beeilen. Ups, laut der Satellitenbilder fährt der Zug gleich los. Du musst dich beeilen. Den Zug. Ich habe nichts gegen ihn.
Zug überrollt. Was ist mit dir? Geht mir ähnlich. Amanda ist schon drin und die Tür ist zu. Und was jetzt? An der Wand rechts neben der Frachttür ist ein Ventilator. Er läuft. Sie hat also Strom. Wie willst du da reinkommen? Egal, irgendwie. Es wird kälter. Ich schätze, du bist wieder mal in dein Grab gestolpert. Was macht dieser Typ eigentlich hier? Er versucht abzuhauen und das seit den 50ern. Der arme Kerl ist erfroren. Kein schönes Ende für einen Wissenschaftler. Das Experiment ging daneben. Der KGB hat alles abgeriegelt. Er wollte durch die Lüftungsschächte fliehen und ist stecken geblieben. Mein Gott! Hier drin ist es ja viel kälter als draußen. Die Lampen, sie hat nur den Notstromgenerator gefunden. Sie kam durch den Haupteingang rein. Ist sie wohl nicht gewesen. Das da drüben sieht aus wie ein Generator. Den hätte sie sonst bestimmt angeworfen. Scheint so, als wäre der Treibstoff alle. Müsste reichen. Das war's. Ob das giftig ist? Ich schätze, das ist ein Kühlmittel. Keine Ahnung, was für eine tödliche Scheiße die Russen verwendet haben. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Hey, das ist sie! Amanda? Nein, Lara, ich hab zu tun. Du hast dich ziemlich verändert. Dann warst du das in Bolivien, bei Rutland. Ich war schon überall und komme an Orte, von denen du nicht mal träumen kannst. Dieses Mal wirst du zurückbleiben. Tut mir leid. Es tut mir leid, Amanda. Hätte ich gewusst, dass du lebst, hätte ich doch alles in meiner Macht Stehende getan, um dich zu retten. Bitte, darüber bin ich schon längst hinweg. Weißt du, was mich wirklich geärgert hat? Als ich rauskam und sah, dass ihr weg wart, ohne auch nur zu versuchen zu... Was machen Archäologen doch gleich? Ach, ja, graben. Wir wollten dir ein Denkmal setzen. Von mir aus. Verhindert, dass sie mir folgt. Sie funktioniert nicht richtig. Tja, die Dinger brauchen jede Menge Strom von dem Tesla-Turm da drüben. Wenn du den irgendwie einschalten könntest? Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Wir können die Lücke bestimmt überbrücken. Noch ein Wissenschaftler. Dem war es ja auch nicht warm genug. Sie haben die Energie in das Artefakt geleitet. Und es gab eine gewaltige Entladung. Der KGB hat das Experiment abgebrochen, den Kern entfernt und das Labor abgeriegelt. Die Wissenschaftler, die sie nicht gewaltsam entfernt haben, haben sie einfach zurückgelassen. Das ändert natürlich einiges. Kann der Turm von hier aktiviert werden? Nicht ohne den Kern. Der scheint nicht hier zu sein. Die haben ihn wohl mit den Schienen hier weggeschafft.
Sackgasse? Sag mal, wie kommst du auf diesen Kanal? Psst, Sip. Sie muss aus deinem Büro ein Headset mitgenommen haben. Du bist ja so clever, Lara. Weißt du, warum die Sowjets ihr Projekt Carbonek nannten? Das ist das Schloss, in dem Lancelot den Heiligen Gral suchte. Nicht die erste Verbindung zum Arthus-Mythos, die ich gefunden habe. Von wegen Mythos. Ein beschränktes Wort für eine beschränkte Perspektive. Du warst immer nur die Forscherin. Mit diesen Tesla-Geräten kannst du bestimmt gut umgehen, was? So gut wie jeder andere, vermute ich. Die Russen haben in dem Artefakt eine Kraft freigesetzt, die ihre einfältigen Hirne gegrillt hat. Drück also nicht den falschen Knopf. Du aber auch nicht. Ich kenne den richtigen Knopf, meine Liebe. Oh, du hast wohl inzwischen Russisch gelernt, Amanda? Sie hat aufgelegt. Was zum Teufel sollte das? Sie hat Probleme, das Schwertfragment zu finden. Und sie will nicht riskieren, alles aufs Spiel zu setzen. Vielleicht hättest du ihr sagen sollen, was sie wissen wollte. Noch ein unterkühlter Wissenschaftler. Er schreibt, dass wenigstens ein Dutzend seiner Kollegen bei dem Experiment umkam. Das Artefakt verwandelte die Tesla-Energie in etwas anderes, in eine unglaubliche Energiewelle. Kommt mir bekannt vor. Warum wurde das Projekt eingestellt? Sie haben sich geweigert, das Experiment zu wiederholen. Und als der KGB sie überzeugen wollte, lief die Sache aus dem Ruder. Muss das nicht irgendwann mal aufhören? Er ist noch nicht ganz aufgeladen. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Wie soll ich ihn bewegen, wenn ich ihn nicht anfassen kann? Das Kabel an den Magnethaken ist isoliert. Okay. Cool. Du musst nur das Ding da wegschaffen. Noch ein bisschen Schaffler. Du warst ja auch nicht warm genug. Es ist ein Schild. 10. oder 11. Jahrhundert. Wurde wohl zusammen mit dem Teil, das wir suchen, entdeckt. Sieht aus wie Lancelots Wappen, oder? Tja, wenn es den Kerl gegeben hätte. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine Karte. Versuch darauf, was rauszufinden. Eine Idee, wozu die gut ist? Vielleicht hat unser Ritter nicht nach Hause gefunden. Oder er hatte womöglich nicht nur dieses Teil. Meinst du, er hat noch mehr Fragmente des Schwertes versteckt? Mag sein. Aber ohne Referenzpunkt ist die Karte nutzlos. Ich sehe sie mir an. Dann bis später. Großartig. Erfroren. Wie die anderen. Neben dem Artefakt haben sie noch andere Relikte entdeckt. Dummerweise wollte dem armen Schwein niemand bei der Analyse helfen. Das Gefühl kenne ich. Warum dieses Desinteresse? Sie waren ihnen nicht alt genug. Offenbar stammen sie aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Tut mir leid, da habe ich irgendwas verpasst. Wie alt genau ist das Artefakt, das wir suchen? Älter als du denkst. Amanda, tut mir leid, was geschehen ist. Aber können wir nicht trotzdem zusammenarbeiten? Es gibt kein Wir, Lara. Das gab es nie. Da unten gab es nur mich. Mich und das hier. Erinnerst du dich? Ich habe es berührt und es berührte mich. Ich bezweifle, dass das gut war. Ich hab's gezähmt und unterworfen. Mein Gott! Amanda! Etwas freundlicher als damals im Paraiso. Ich habe mir einiges beigebracht. Bist du verrückt? Es hat unsere Freunde getötet, Amanda. Und beinahe auch uns. Ja, aber mir hat es das Leben gerettet. Es ist alles eine Frage der Achtsamkeit. Aber du solltest dich fernhalten. Es ist ein wenig launisch. Geh ihm aus dem Weg, Laura. Ich kontrolliere es nicht. Ich entfessle es nur. Es tötet alles in seinem Leben.
ich da was über die Karte rausgefunden? Bin zurück. Du wirst es nicht glauben, wenn ich dir sage, wohin sie führt. Im Augenblick glaube ich, ehrlich gesagt, so ziemlich alles. Cornwall. Moment, meinst du etwa unser Cornwall, Alistair? Das und kein anderes. Gut, mal sehen, wer als erster da ist. Die Grenze zwischen Zufall und Ironie ist ein schmaler Grat. Bist du dir wegen der Karte sicher? Leider ja. Es gab vor Jahren einige dumme Gerüchte über die Entdeckung von König Arthurs Grab, die bald widerlegt wurden. Tja, und so entstand eine neue Touristenattraktion. Sehen wir nach, was wir dort finden. Es könnte lehrreich werden. Entweder muss die Haushälterin gefeuert werden, oder hier war seit Monaten niemand mehr. Hey, was haben wir denn da? Na los, Lara! Zieh es schon raus! Keine König von England-Scherze, Alistair. Ich muss wohl erst den Strom einschalten. Der Laden hat schon bessere Zeiten gesehen. Eines gewissen Professor Worth verlassen. Ich daran denke, dass der mal Studenten hatte. So, Strom hätten wir. Ich? Nein. Hey, warte. Jetzt kannst du doch zurückgehen und Excalibur ausziehen. Das ist nicht Excalibur. Das Schwert im Stein und Excalibur waren zwei verschiedene Schwerter. Artus bekam Excalibur, nachdem das Schwert aus dem Stein im Kampf gegen Pelinor zerbrach. Ach, wieso begreift das denn niemand? Einfach, weil es niemanden interessiert. Jungs. Sorry. Du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Wer Arthus in Avalon ist? Wessen Grab ist das denn hier? Ein Sachsenkrieger, Alistairs römischer Würdenträger. Die Legende könnte verschiedene Ursprünge haben. Hier sollte eigentlich die Wahrheit hinter dem Mythos erklärt werden. Aber das ist nur ein Lager. Das passt aber. In diesem Laden gab es bis jetzt so wenige Wahrheiten. Warum sollte es hier welche geben? Der einzige sachliche Beleg für die Artus-Sage wurde zerstört, bevor das hier alles gebaut wurde. Sei nicht so streng mit Professor Worth. Immerhin hat er für die Renovierung des Museums den langweiligsten Ausstellungsraum geschlossen. Ah, das muss das Büro des Professors sein. Das ist genauso schäbig wie sein Ruf. Das musst du gerade sagen. Der Professor schreibt hier, dass König Arthurs Grab, über dem das Museum errichtet wurde, eine Fälschung ist. Ach was. Wenigstens weiß er, dass ein Museum nur für Touristen ist. Aber Professor Worth war sicher, dass der Sarkophag hier von Arthurs Zeitgenossen platziert wurde, um Diebe von der tatsächlichen Grabstätte abzulenken. Die es nicht gibt. Da ist der Professor aber anderer Meinung. Das ist definitiv nicht Arthurs Grab. Das wissen wir schon. Wie kommst du darauf? Ich habe in meinem Leben genug Gräber gesehen, um ein Kenotaph zu erkennen. Ein was? Ein Ablenkungsmanöver. Das sieht doch ein Blinder. Dieser Ort verbirgt etwas. Eine Leiche? Nein, eben nicht. Vom Alter her ist er authentisch.
Aber das Alter selbst ist nicht authentisch. Und was soll das heißen? Sie sagte, der Sarkophag stammt etwa aus dem 11. Jahrhundert. Damals entstand auch die Artus-Legende. Der echte Artus lebte aber 5 Jahrhunderte früher. Der Sarkophag ist also alt, aber nicht alt genug. Da drin könnte sonst wer liegen. Oder gar niemand. Nein, hier muss noch was anderes sein. Also schon besser. Cool. Sei vorsichtig und mach bitte nichts Wichtiges kaputt. Hey, Alistair. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Freut mich übrigens, dass du jetzt auch glaubst, hier könnte was sein. Die Tür muss man doch irgendwie öffnen können. Angehen lassen. Das hättest du dem Gabelstapler sagen sollen. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich auch. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt reden dürft. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Seht euch das an. Oh, das ist großartig. Das ist interessant. Alles ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstaat von Camelot. Bist du sicher? König Artus, der den Lenden Uta Pendragons entsprang? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus ihnen und ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Thank you.
Artus Pendragon, König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alistair, da siehst du das? Was? Verdammt! Nimm deine Hände! Sip! Alistair! Was ist los? Lara! Sip, was ist los? Hallo, Freunde. Hey, Lara. Was ist? Haben Sie euch die Kreditkarten geklaut? Wir rufen morgen die Bank an. Alles da? Okay. Alles okay. Ich bin sowas nur nicht gewöhnt. Lasst uns verschwinden. Toll. Das ist toll. König Artus gab's wirklich. Und die Ritter der Tafelrunde auch. Und jetzt liegt Excalibur direkt vor uns. Diese trägen Bastarde in Oxford drehen durch, wenn sie das hören. Es kommt noch besser, Alistair. Was Artus Excalibur nannte, ist ein mächtiges Artefakt, Jahrtausende älter als er selbst. Aber es ist noch immer kaputt. Wer hat Sekundenkleber? Als ich in Ghana war, bat ich euch, den Galali-Schlüssel zu suchen. Ihr hattet wohl kein Glück? Er war nicht in der Sammlung ihres Vaters. In seinen Aufzeichnungen auch nicht. In Ghana war er auch nicht. Oder hat Rutland... Hallo? Was ist das? Das habe ich doch schon mal gesehen. Moment. Eine unglaubliche Ähnlichkeit, findet ihr nicht? Der Anhänger war ein Geschenk ihres Vaters. Ich wusste nicht, woher er ihn hatte. Bis heute.
Wo ist er jetzt? Im Himalaya. Meine Mutter hatte ihn als... Sip, alles da? Ich muss nach Nepal. Bitte trefft alle Vorbereitungen. Machen wir. Komm schon. Lady Croft, ich hatte gehofft, Sie würden das Schwert nach allem, was Ihrer Mutter zugestoßen ist, nicht benutzen. Sie hat das Schwert entfernt. Das hat sie getötet. Ich habe etwas anderes vor. Hätte mein Vater all das gewusst. Er hat sich so bemüht. Und sie haben ihn dafür gehasst. Niemand hat ihn gehasst, Lara. Es war aber auch keine Liebe, nicht wahr? Sein Ruf war ruiniert. Jetzt gilt es mehr als nur eine Sache von der Bergspitze zu retten. Das Wrack müsste gleich auf der anderen Seite sein. Ich sehe gar nichts. Sind wir wirklich richtig? Ich vergesse nie ein Gesicht. Ich habe das schon mal gemacht, weißt du? Da ist es. Mann, ein Wrack. Wie alt warst du damals? 8, 9? So ungefähr. Damals und ich weiß es heute. Mach dir keine Sorgen um mich, Sip. Ist es das? Ja. Das ist es. Natürlich. Ich frage nur. Normalerweise greifst du in fremden Vergangenheiten. Da irrst du dich, Sip. Es ging immer nur um das hier. Jetzt muss ich nur noch einen Ort aufsuchen. Aber das dauert nicht lange. Da kommst du nicht rüber. Und wenn du schwimmst, endest du als Eis am Stiel. Jetzt müsste man übers Wasser laufen können. Hier. Aber ich komme schon klar. Kein Problem. Mal zum Glück nicht hier.
Jedes Objekt hier hat eine symbolische Funktion, wenn die Welt da draußen doch auch so wäre. Mist. Naja, eins nach dem anderen. Woher wusstest du, dass es dort ist? Gib mir ein paar Sekunden, okay? Es ist zerbrochen. Aber vielleicht? Wenn nicht mehr passiert, war das alles nur Zeitverschwendung. Ich schätze, langsam sollte ich rausfinden, wie ich hier rauskomme. Könntest du Excalibur mal schwingen? Nur so zum Spaß. Das ist ein unbezahlbares Artefakt, kein Spielzeug. Ist ja gut. Dafür brauche ich einen klaren Kopf, Leute. Also bitte lenkt mich nicht ab. Viel Glück. Jeder, der sich zwischen mich und den Stein stellt, stirbt. Halt! Ich will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Also komm lieber nicht näher. Töte sie! Sofort da weg! Deshalb bin ich hier. Das brauchst du nicht. Wir können es beide tun. Es funktioniert nur einmal und ich werde es tun. Thank you.
die Jahre habe ich mir die Schuld gegeben. Dabei warst du es. Du hast sie getötet. Getötet? Sie ist nicht tot. Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte, wo du sein könntest. Bring jetzt endlich Licht in die Sache oder ich töte dich hier auf der Stelle. Du sollst das Schwert rausziehen, hab ich gesagt. Wo ist meine Mutter? In Avalon. Es ist kein Mythos. Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen. Ich verschwende nur meine Zeit. Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir. Laura? All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben. Ihn hat es angetrieben. Ich habe ihn deswegen bemitleidet. Alistair, geh sofort ins British Museum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, bin schon weg. Sip? Ruf Professor Eddington im Cavendish-Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können.